Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich bin Gesundheitscoach aus Leidenschaft. Ja, und heute ist ein besonderer Podcast, den ich für dich aufnehme, für uns alle. Denn es geht heute um dieses ja, Top-Thema, was wahrscheinlich auch in deinem Bewusstsein die ganze Zeit aktuell ist, nämlich um das Thema Coronavirus. Ja, mittlerweile habe ich ja auch eine Community und halte ja viele Vorträge, mache Seminare und darf mit ganz tollen Menschen arbeiten. Und es kam immer mehr der Wunsch auf und ganz, ganz, ganz viele Fragen zu diesem Thema Corona, zu diesem Thema Immunsystem, ob wir die Chance haben, was zu tun, wie ich das sehe, wie ich das mache und so weiter. Und heute möchte ich eben aufgrund von diesem ja gegebenen Anlass mit diesem Thema Corona einfach diesen Podcast mal nutzen, dir ein paar Worte dazu zu sagen. Und die erste Frage, die immer wieder aufgetaucht ist, ja, diese Verunsicherung, diese Hilflosigkeit, diese Angst, das ist unfassbar. Und ja, ich gebe ganz vielen Menschen da draußen recht, es ist eine Situation, die, wenn du sensibel bist, so intensiv ist, dass man fast schon die Luft schneiden kann. Es ist fast schon ein bisschen paradox, weil ja jetzt der Frühling kommt, die Sonne geht irgendwie morgens strahlend am Himmel auf und trotzdem sind die Menschen in so einem ja desaströsen Zustand. Ich meine, verständlich, sowas gab es noch nie. Die Energie ist momentan wirklich nicht die beste. Und da möchte ich direkt auch einsteigen, genau das, worum es mir eigentlich in diesem Podcast geht, denn du hast sehr wohl die Möglichkeit, ganz, ganz, ganz viel zu machen. Und hier sind wir bei dem ersten und wichtigsten Schritt. Hier gehen wir nämlich mal auf das Thema Energie oder ich gehe auf dieses Thema Energie ein. Und das, was wir alle momentan spüren, ist eine ziemlich destruktive Energie, eine Energie, die voll ist mit Angst, mit Unsicherheit, vor allen Dingen mit diesem Gefühl, dass wir alle irgendwie vor einer Situation stehen, die so hoffnungslos ist, die neu ist, die irgendwie ja ganz vielen Menschen Angst hat und so weiter. Und es gibt nun mal dieses Gesetz der Polarität, das heißt, es gibt immer irgendwo auch einen Ausgleich und darüber darfst du dir jetzt mal Gedanken machen, denn wenn überall die Angst ist, wenn überall die Unsicherheit ist, wenn überall diese ganze negative Energie zu spüren ist, dann ist es doch an uns, und das ist jetzt entscheidend wichtig, das stärkste und größte Energiefeld in unserem Körper wirklich zu reaktivieren und zwar so aufzubauen. Das ist nämlich unsere Herzenergiekraft, die das stärkste Energiefeld in unserem Körper hat, dass wir dem komplett einen Gegenpol bieten. Und da hast du sehr wohl eine Möglichkeit. Ich habe diese Möglichkeit, was zu tun und ganz viele Menschen eben auch. Und ich möchte dir das nochmal ganz kurz nahelegen. Dein Herzenergiefeld, das ist das stärkste Energiefeld in deinem Körper. Und durch dein Herz gehen die gesamten Emotionen durch. Ja, dein Kopf, der denkt und dein Herz, das fühlt. Und diese Emotionen, dieses Herzenergiefeld, das können Wissenschaftler mittlerweile messen. Das sieht aus wie ein Donut, der dich umgibt. Und dieses Herzenergiefeld, das kannst du komplett verändern. Und zwar durch deine Emotionen. Und das, was momentan alle machen, die beschäftigen sich natürlich Tag aus, Tag ein mit diesem Thema Corona. Da gucken sich Menschen unfassbar viele Informationen an, gucken sich Nachrichten an, sehen sich Tausende von Berichten an bei Instagram, bei Facebook und Co. Und natürlich ist es dann so, dass diese Energie sich ins Negative komplett verschiebt, weil es sind alles nur negative Nachrichten. Da ist in den seltensten Fällen was wirklich Positives, Erbauendes dabei. Und jetzt kommt was Entscheidendes. In dem Moment, wo du dich entscheidest, dein Herzenergiefeld jeden Tag aufzubauen, jeden Tag in die Liebe, in die Dankbarkeit und vor allem eben auch in die Fülle, in die Freiheit, in die Anbindung und so weiter zu gehen. In dem Moment stärkst du diesen Gegenpol. Das heißt, du wirst automatisch dafür sorgen, dass dieses Energiefeld aus deinem Herzen heraus wirklich sich komplett anders darstellt, als es bei vielen anderen Menschen momentan der Fall ist. Aber das ist ja das Schwierige, weil die meisten Leute lieben diese Dramen. Die gehen in diese ganzen Dramen hinein. Die fangen an, sich mit tausend Leuten darüber zu unterhalten. Die gehen in diese Horrorszenarien rein. Die lassen sich von ihren Nachbarn, von irgendwelchen negativ denkenden Menschen in eine Panik versetzen, gehen im Grunde genommen in diese Panik, in ihren vier Wänden, ja, in dieses Energiefeld rein und machen es dann schlussendlich nur noch größer.
Und genau hier möchte ich, dass du mal ein bisschen zum Nachdenken kommst. Weißt du, versteh mich nicht falsch, ich informiere mich auch. Ich fange auch an, die Zeitung zu lesen und lese die Überschriften. Ich bin auch ganz genau informiert, was momentan abläuft. Aber es reicht, wenn ich eben einmal am Tag mir diese Informationen eben anschaue, dann weiß ich Bescheid. Aber danach gehe ich und mache diesen Gegenpol groß. Und das mache ich in Form von Meditation, in Form von mentalem Training. Und hier sagen dann immer wieder die Menschen, ja, Kerstin, ich habe ja keine Zeit und ich schaffe das nicht und du machst es ja schon so lange. Das ist ja jetzt auch gerade so schwer. Ja, weißt du, jetzt gerade sind diese Menschen gefragt da draußen, die immer von Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Jetzt brauchen wir Menschen wie dich und wie mich und wie viele andere, die einfach wirklich die Veränderung sind, die wir uns wünschen. Wir brauchen jetzt Menschen, die sagen, okay, wir sind in einer Krisensituation und ja, es ist nicht einfach, aber verdammt nochmal, wir erhöhen unsere Energie, wir lassen die Liebe groß werden, wir lassen die Dankbarkeit groß werden, wir lassen die Fülle, wir lassen das Gleichgewicht groß werden und so weiter. Und dann bedeutet es eben auch, dass man sich hinsetzt und mal jeden Tag für 20 Minuten, für 30 Minuten sich mit diesen Energien wirklich auseinandersetzt und zwar mit den positiven. Das ist dieses Zauberwort, was Meditation heißt. Also, wenn du dich jetzt hinsetzt und gehst mal in den Ort der Stille und fängst mal an, dein Herz zu öffnen, dann fang mal an, dieses Energiefeld der Liebe groß werden zu lassen. Das kannst du. Geh mal in die Dankbarkeit. Und jetzt stell dir vor, wie deine Liebe, und das ist kein Hokuspokus, das erkläre ich dir auch gleich noch, das ist Quantenphysik, ist, dass deine Liebe, deine Freude, diese Energie, die in Strahlkraft aus deinem Herzen herausfließt, dass diese ein anderes Energiefeld aufbaut. Und das sind die Energien, die wir momentan als Gegenpol zu der Angst brauchen. Und diese Energien werden auch schlussendlich heilen. Und weißt du, wenn du jemand bist, der sehr pragmatisch ist, sehr kognitiv ist und sagst, ja, du kannst mit Meditation und mit so einem energetischen Kram nichts anfangen, dann darfst du verstehen, dass alleine 1% ausreicht. 1% der Menschheit, und das ist Physik, das ist reine Quantenphysik, die ihre Energie verändert, dass dann ein sogenannter, ja, ich sag ja mal physikalischer Effekt entsteht, um die kompletten anderen 99% im positiven Sinne zu beeinflussen. Das hat der Maharishi-Effekt gezeigt. Maharishi war ja ein Begründer der transzendentalen Meditation, der lebt leider nicht mehr, aber der hat natürlich sehr, sehr viele Mönche gehabt, mit denen er sehr oft meditiert hat. Der hat TM eben ja praktiziert, weitergegeben, das habe ich übrigens auch mal gelernt vor vielen Jahren, und der hat gewusst und hat es dann in dem Fall auch über Studien belegen lassen, wenn eine gewisse Gruppe von Menschen meditiert, dass sich das Energiefeld in einer Gesellschaft verändert. Der ist mit seinen Mönchen ganz bewusst in Krisengebiete gegangen, hat dort mehrere Wochen meditiert und dann sind die Kriminalitätsraten nach einer kurzen Zeit, nach 4 bis 6 Wochen, um mehr als 60% nach unten gegangen, weil 1% eben angefangen hat, dieses Energiefeld zu verändern. Und weißt du, wenn du das für dich jetzt verstanden hast, und das ist Physik, die Physiker bzw. die Quantenphysiker, die reden hier von Verschränkung. In dem Moment, wo du dieses Energiefeld der Liebe, der Anbindung, des Gleichgewichts, der Fülle groß machen lässt, also wo es groß wird durch deine Meditation, eben durch deine, ich sag jetzt mal, bewusste Entscheidung, das groß zu machen. In dem Moment knockst du dich in dieses Feld ein. Das sind diese morphogenetischen Felder, von denen Dr. Robert Sheldrake immer gesprochen hat, die man im Übrigen auch messen kann, ja. In dem Moment wirst du die Veränderung sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass du Disziplin aufbauen musst. Denn in dem Moment, wo alle negativ reden, in dem Moment, wo alle das Trauma groß machen, in dem Moment, wo die Angst riesengroß ist, wo die Nachbarn sich gegenseitig verunsichern, in dem Moment heißt es dann, ja, zu sagen, okay, ich mache da nicht mit, ich informiere mich, aber ich setze mich hin, ich meditiere und ich halte verdammt nochmal die Energie hoch. Also, was ich dir wirklich von Herzen, und das meine ich auch so, von ganzem Herzen mit auf den Weg geben möchte, und ich weiß, dass das funktioniert,
Wenn du jetzt dieses elektromagnetische Feld aus deinem Herzen bewusst groß machst, wenn du jeden Tag 20 Minuten, 30 Minuten anfängst zu meditieren, du fängst an, dieses Feld der Energie groß werden zu lassen, wirst du den größten Beitrag wirklich mit dazu beitragen, der jetzt alle wirklich beeinflusst, die unfassbar viel Angst haben. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen den Gegenpol zur Angst. Wir brauchen mehr Gleichgewicht, mehr Liebe, mehr Anbindung, mehr Fülle und so weiter. Ja, denk mal darüber nach. Und das fällt auch nicht irgendwie vom Himmel, sondern das sagt die Quantenphysik. Und du kannst auch gerne mal bei Google einfach mal den Maharishi-Effekt eingeben oder Robert Sheldrick oder morphogenetische Felder und so weiter und so weiter. Dann kannst du dir auch die Studien dazu angucken. Das ist nämlich alles schon mehrfach bewiesen und gemessen worden. So ein weiterer wichtiger Punkt, der in diesem Podcast einfach nicht fehlen darf. Du weißt, ich liebe das Thema Gesundheit. Und wäre es nicht großartig, wenn wir alle jetzt die absolute Megawaffe in uns tragen, und die haben wir alle, die uns vor Corona und Co. einfach schützen kann. Und diese Megawaffe, die wir alle in uns tragen, die hast du, die habe ich, die haben alle Menschen auf diesem Planeten, und diese Megawaffe heißt Immunsystem. Und jetzt darfst du eine Sache für dich lernen zu verstehen. Dein Immunsystem wird abgeschaltet oder komplett nach unten reguliert, und auch das kann man messen, wenn du in der Angst bist. Und zwar einfach aus folgendem Grund. In dem Moment, wo du in der Angst bist, ist deinem Körper das egal, ob du Angst vor Corona hast oder weil du subtil Angst hast aufgrund der negativen Nachrichten und bist in so einer Überspannung, oder ob der Säbelzahntiger direkt vor deiner Nase sitzt. Das ist deinem Körper egal. Für den ist nur die Angst entscheidend. Und wenn du in der Angst bist, dann sagt dein Körper sich, okay, alles klar, ich muss mich jetzt erstmal vor dem Säbelzahntiger schützen. Ich muss also in den Fluchtmodus gehen. Und jetzt ist mir alles andere unwichtig. Das heißt, der Kampf gegen Viren und Bakterien ist deinem Körper unwichtiger, als erst einmal zu flüchten. Weil der denkt ja, dass der Säbelzahntiger direkt vor seiner Nase sitzt. Ja, was glaubst du denn, was uns jetzt allen am meisten bringt? Dass wir ein fittes und gesundes Immunsystem haben und vor allen Dingen, dass das Immunsystem gegen Viren und Bakterien auch schlussendlich kämpfen kann. Also das Paradoxe ist, dass gerade durch die Angst, durch diese ganzen Medien, durch diese Panik, die da draußen herrscht, unsere Immunabwehr, deine Immunabwehr, die Immunabwehr von allen Menschen da draußen komplett nach unten reguliert wird oder eben komplett abgeschaltet wird, weil die Angst in dem Moment vergleichbar ist, als würde der Säbelzahntiger eben direkt vor deiner Nase sitzen. Und dein Körper denkt eben erst einmal, wenn er in dieser Situation ist, er müsste flüchten, und dann ist dieser Kampf gegen Viren und Bakterien erst einmal unwichtig. Das heißt, dein Immunsystem wird abgeschaltet oder einfach nach unten gedrosselt. Also ich habe es jetzt hoffentlich deutlich genug gesagt. Ja, also das erste ist dein Energiefeld aus deinem Herzen. Dieses Energiefeld aus deinem Herzen kann enorm groß sein, und zwar mit Liebe, mit Dankbarkeit, mit Fülle. Diese Energie sorgt für Heilung. Diese Energie verbindet sich mit all den anderen Energien im positiven Sinne. Und das brauchen wir. Das ist der Gegenpol zu dieser ganzen Angst. Das zweite ist, das darfst du für dich verstehen, und es ist auch reine Wissenschaft. Baue deine Immunabwehr auf, indem du in die Freude und in die Fülle und in die Anbindung gehst, weil du eben ganz bewusst diesen Schatz, diese Immunabwehr eben für dich auch wirklich benutzen möchtest, wenn es drauf ankommt. Und da ist dieses Angstthema natürlich der schlechteste Ratgeber. So, und ein dritter, wirklich ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich wirklich ein bisschen an dich appellieren. Ich bin mir 100% sicher, dass 99%, ja, von unserer Gesellschaft, wir haben 82 Millionen Menschen in Deutschland, dass 99% diesen Coronavirus, ja, wahrscheinlich, wenn überhaupt nur leicht spüren, wenn es ein bisschen tougher ist, dann bekommen sie eben Husten, dann bekommen sie Schnupfen. Der eine bekommt dann eben noch, was weiß ich, Kopfschmerzen dazu, der andere bekommt noch Durchfall und Fieber dazu.
Aber 99% werden dieses Ding relativ gut wuppen. Aber, und es gibt 1% in unserer Gesellschaft, vielleicht sind es auch ein bisschen mehr, die haben wirklich ein Problem, wenn sie an diesem Virus erkranken. Ich habe keine Ahnung, wie viel Prozent es sind, aber es sind wirklich wenige Prozente. So, und wegen diesen Menschen, die älter sind, die vor allen Dingen schon Vorerkrankungen haben, müssen für alle die Verantwortung übernehmen. Und es gibt Menschen da draußen, die treffen sich, und da bin ich fast vom Glauben abgefallen, auf heimlichen Corona-Partys. Die verabreden sich irgendwo in Facebook und in den sozialen Medien und treffen sich auf heimlichen Corona-Partys. Weißt du, du wirst vielleicht nur eine leichte Erkrankung haben, aber du kannst dann in dem Moment diesen Virus einfach übertragen. Und wir schulden es verdammt nochmal unseren älteren Mitbürgern gegenüber, unseren Eltern, unseren Großeltern, Menschen, die nach dem Krieg Deutschland aufgebaut haben, dass wir jetzt diese Verantwortung übernehmen und verdammt nochmal auch dafür sorgen, dass wir einfach mal uns ein bisschen zurückhalten. Und da appelliere ich an dich, und zwar an deine Herzensenergiekraft diesen älteren Menschen gegenüber. Sorge dafür, dass du eben auch ganz bewusst ein paar Regeln einhältst, dass du eben jetzt auch ganz gezielt dir oft genug die Hände wäschst, dass du eben nicht auf irgendwelche Massenveranstaltungen gehst und dass du wirklich dafür sorgst, dass eben diese älteren Menschen geschützt sind. Und denke da einfach mal drüber nach, denn wir brauchen jetzt mehr Menschen, die nicht nur ihr Herz öffnen, die dafür sorgen, dass diese Panik wirklich mal aufhört, weil sie den Gegenpart dazu aufbauen. Wir brauchen mehr Menschen, die meditieren. Wir brauchen aber auch wirklich mehr Menschen, die einfach Verantwortung übernehmen, auch für unsere älteren Mitbürger. Denn das sind wirklich auch großartige Menschen, die haben das verdient, dass wir jetzt diese Menschen genau schützen. Ja, denke also einfach mal darüber nach. Und weißt du, diese Krise, die wird vorbeigehen. Und wir werden alle in einem halben Jahr, vielleicht auch in 10 Monaten, auf diese Krise zurückblicken. Und stell dir doch mal vor, du wirst zurückblicken und wirst sagen, okay, du gehörtest zu diesen Menschen, die hatten zwar kurzfristig mal Bedenken, du hast vielleicht mal Angst gehabt, aber dann hast du Disziplin walten lassen. Dann hast du dich hingesetzt, du hast jeden Tag meditiert, du hast jeden Tag dein Herz geöffnet. Du warst das Beispiel, was wir alle jetzt brauchen. Du hast deine älteren Mitmenschen eben auch ins Herz geschlossen, unseren Planeten ins Herz geschlossen. Du hast angefangen, wirklich auch da die Verantwortung zu übernehmen. Dann wirst du in 10 Monaten zurückblicken, vielleicht auch in einem halben Jahr, und wirst verdammt nochmal, ja, auf eine Zeit zurückblicken, die wir alle zusammen gemeistert haben. Und genau das ist doch großartig, oder? Wir brauchen eben jetzt mehr Menschen, die anders denken. Und ich appelliere an dich, in diesem Podcast dein Herzenergiefeld zu öffnen. Ich appelliere an dich, dass du die Veränderung bist, die wir uns alle so sehr auf diesem Planeten wünschen, wie Dr. Joe Dispenza sagt. Setze dich hin, meditiere und fange an, nur die Medien ganz, ganz wenig zu konsumieren. Informiere dich, aber dann hör damit auf, weil die Energie wird durch die Aufmerksamkeit größer. Und Energiefeldern ist es egal. Dort, wo du die Aufmerksamkeit hinlegst, wird die Energie einfach jedes Mal größer. Und das darfst du dir einfach bewusst machen. Ja, in diesem Sinne, ich würde mich total freuen, wie immer, vorausgesetzt, dir hat dieser Podcast gefallen, wenn du ihn weiterleitest, wenn du eben auch diese Message in die Welt raustragen möchtest. Und ich mache diesen Beruf wirklich von ganzem Herzen. Mir ist ein ganz, ganz großes Anliegen, die Menschen in die Kraft zu bringen, dich, ganz viele andere auch. Und ja, ich weiß, dass wir das alles gemeinsam schaffen können. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, ja, ganz viel positive Kraft. Bleib gesund, schreibe mir gerne in den sozialen Medien. Und wenn du einen Start brauchst zum Thema Meditation, wenn du geführte Meditationen gerne haben möchtest, dann findest du jetzt in den Shownotes, und zwar hier unter dem Podcast, einfach unter den Informationen, meine Meditationsseite. Da hast du eine Menge an Meditationen, die du durchführen kannst. Und da lockst du dich komplett ins Feld ein, eben zu diesem Thema, ja, Liebe und vor allen Dingen Dankbarkeit, Fülle, Anbindung und so weiter. Ich unterstütze dich sehr gerne, sei du selbst die Veränderung, die wir uns alle so sehr wünschen. In diesem Sinne nur das aller, aller, aller Beste für dich, eine liebe Umarmung, deine Kerstin.